Hallo, ich bin Ralf Buchner und das ist der OP-Walkthrough für die Ausgabe 12 2020, also Dezember 2020. Ein guter Moment, um in die Zukunft zu gucken, um nicht nur zu hoffen, dass das Ende dieses leidigen Corona-Themas endlich vorangeht, sondern auch mal zu gucken, was passiert im nächsten Jahr. Und da ist im Oktober 2021 die Bundestagswahl und die Heilmittelbranche sollte diese Gelegenheit nutzen, um auf die Anliegen der Heilmittelbranche aufmerksam zu machen. Und wie man auf sich aufmerksam macht, das kann man hier an Bord eines solchen Schiffes, deswegen sind wir hier, gut machen. Wenn dieses Schiff nämlich ablegen muss, dann müssen alle drumherum wissen, Achtung, ich lege jetzt ab. Und dann geht der Captain hier hin und macht. Und nochmal. Und nochmal. Dann wissen alle, die mit rum wollen, wo er jetzt hinfahren will. Das heißt, man muss laut geben, und zwar laut und deutlich, so laut, wie wir es eben gehört haben. Und wenn man das macht, dann hat man eine Chance, das zu tun. Und wir haben uns überlegt, wie kann man Lobbyarbeit für Heilmittelerbringer so gestalten, wie kann man laut geben, und zwar nicht irgendjemand anders, sondern jede einzelne Praxis. Und deswegen ist dieses Dezemberheft eine Anleitung für Lobbyarbeit für jede einzelne Heilmittelpraxis da draußen. Und wenn nur 1000 Praxen das umsetzen würden, einigermaßen, dann werden alle Bundestagsabgeordneten ihre helle Freude im nächsten Jahr haben und werden sich richtig Mühe geben, die Heilmittelthemen richtig umzusetzen. Okay, was kommt mit dieser OP-Ausgabe? Natürlich dreimal Therapiemanagement, Ergo, Logo und Physio. Unbedingt zu lesen, gleich an die Mitarbeiter geben oder auch selbst lesen, auch für Chefs interessant. Und dann natürlich das, worum es geht, einmal das Schwerpunktthema, was hier eine logopädische Kollegin angefordert hat sozusagen. Und es gibt natürlich auch gute Gründe, das zu tun, wenn wir uns das nämlich angucken. Es gibt dieses Thema Modellklausel. Die Modellklausel für die akademische Ausbildung ist verlängert worden jetzt auf eine Laufzeit von insgesamt dann 17 Jahren. Das ist ein Skandal und alleine das ist ein Thema, mit dem man das klarkommen möchte, mit dem man klarkommen muss. Und dann haben wir nochmal geguckt und haben überlegt, wenn wir Lobbyarbeit machen, was ist da auch noch wichtig? Und natürlich ist es wichtig, dass man das, was man da verkaufen will, also die, was man lobbyieren will, dass man das auch vernünftig benennt. Und dann erinnern wir uns, wir haben die Sprach- und Schlucktherapie und das ist, man hat es gerade gemerkt, echt schwer aussprechbar. Und deswegen ist ja die Frage, warum nennen wir es nicht einfach Logopädie? Dazu gab es sogar eine Anhörung beim GWA, wo der GKV-Spitzenverband Ähnliches vorgeschlagen hatte, hat aber nicht geklappt. Und wir haben dann mal gedacht, Mensch, ist das denn wichtig, dass man das so ausdifferenziert? Oder suchen nicht alle wirklich doch einfach nach Logopädie? Und siehe da, wir haben das mal untersucht und in Google abgebildet. Und natürlich suchen alle nach Logopädie. Und insofern, gute Lobbyarbeit funktioniert auch, wenn man klare Positionen bezieht und nicht rumeiert und 1000 Nuancen noch machen will. Insofern haben wir auch dazu was. Und natürlich gibt es wie immer Mitarbeiterführungsthemen. Es gibt was zum Datenschutz, es gibt wieder Steuerrechtstipps, es gibt Checklisten, zum Beispiel, wie kommuniziere ich mit Patienten zur neuen Heilmittelrichtlinie und apropos neue Heilmittelrichtlinie. Hier sind auch Fragen und Antworten drin. Wie ist die Übergangsregelung zur Heilmittelrichtlinie? Also wieder ein echtes Muss für jeden Praxisinhaber in Deutschland. Und wer noch keine bekommen hat, der kann da gleich sich ein Probeexemplar anfordern. Und ansonsten sehen wir uns wieder zum 1. Januar. Und am 1. Januar, das nächste Mal, wenn wir uns dann wiedersehen, dann soll die Heilmittelrichtlinie in Kraft getreten sein. Möchte jemand darauf wetten, ob es noch irgendwas dazwischen gibt oder ob alles klar geht? Also ich tippe auf, es geht alles klar und dann können wir uns am 1. Januar darauf freuen und dann werden wir sicherlich auch dazu noch einiges machen. Dann wünsche ich im Namen aller Mitarbeiter bei uns im Haus, aller Redakteure, aller Unterstützer bei Videoaufnahmen und so weiter, die das ganze Jahr mitgemacht haben, wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest, trotz Corona, blenden wir einfach mal aus. Und wir sehen uns dann im neuen Jahr. Das neue Jahr kann eigentlich nur besser werden als 2020, oder? Tschüss.